Ich bin einfach auch persönlich der Meinung, dass das Urteil einfach dem Fußballspiel dient. Nicht nur den Vereinen, sondern auch den Spielern. Und das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung heute ist für den Fußball, nicht nur für den deutschen Fußball, sondern für den Fußball im Allgemeinen. Verständlich, dass eine große Erleichterung da ist. Nicht nur für den Verein Mainz 05, sondern ich glaube natürlich auch für den gesamten Profifußball, eigentlich auch für den gesamten Profisport. Und ich bin froh darüber, dass der Richter, der heute entschieden hat, von Anfang an zu erkennen gegeben hat, dass er letztendlich auch sich mit der Materie intensiv beschäftigt hat. Ob wir in die Revision gehen, das werden wir heute nicht entscheiden. Solche Antworten kann man nicht geben aufgrund einer spontanen, gefühlsmäßigen Reaktion. Es gebührt auch dem Urteil, was wir heute hier in kurzer Begründung gehört haben, entsprechender Respekt. Ich glaube, das wäre sehr, sehr tief gegangen. Das hätte auch, glaube ich, die Existenz einiger Vereine, nicht nur im Fußball, unter Umständen Mitleidenschaft ziehen können. Denn wir finanzieren uns aus Erträgen und wenn auf einmal ein Spieler im September, im Oktober, im November seinen Vertrag kündigen kann, gibt es überhaupt keine Sicherheit mehr. Aber ich glaube auch, dass es für die Spieler so gut ist.